Seikert. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem gerade Präsident Trump und auch Putins Russland bedauert wurden, kommen wir jetzt wieder zur Außenpolitik. Dazu gehört ressortmäßig auch die Europapolitik. Und wenn es um die Europäische Union geht, dann erwarten die Menschen zu Recht viel von uns. Und gerade nach der Europawahl kann man sagen, dass Europa an einer Wegmarke steht. Wir haben ein neues Europaparlament gewählt, das sich Anfang Juli konstituiert hat. Und wir haben eine großartige neue Kommissionspräsidentin, unsere Kollegin Ursula von der Leyen, der wir von dieser Stelle aus noch mal herzlich zu dem neuen Amt gratulieren möchten. Und wir haben eine neue Kommission, die sich in diesen Wochen, in diesen Tagen formiert hat und in den nächsten Wochen in den Ausschüssen des Europäischen Parlaments auf Herz und Nieren geprüft wird. Im November wird die neue Kommission ihre Arbeit aufnehmen. Auch dafür wünschen wir viel Erfolg. Und lassen Sie mich die Entwicklungen der letzten Wochen, lassen Sie mich dazu noch zwei Sätze sagen, weil wir hier ja allen dem demokratischen Prinzip verpflichtet sind. Die Wahlen zum Europaparlament hat auch in diesem Jahr die Parteienfamilie der Europäischen Volkspartei gewonnen, und zwar deutlich. Manchen mag das gefallen, anderen nicht so sehr. Und deshalb ist es ja auch richtig und selbstverständlich, dass die EVP die Kommissionspräsidentin stellt. Alles andere wäre an dieser Stelle eine Verdrehung des Wahlergebnisses gewesen. Und jetzt bin ich die Letzte, die viel von Fußball versteht. Aber es ist einfach ein bisschen wie am Fußball. Ich erkläre es euch auch noch mal ganz gerne. Mit großer Regelmäßigkeit gewinnt der FC Bayern München den deutschen Meistertitel bei den Herren. Und auch das finden einige gut und andere nicht so gut. Und trotzdem käme selbst der eingefleischteste Dortmund-Fan nicht auf die Idee, die Meisterschale für den Zweitplatzierten zu beanspruchen, mit der Begründung, man sei nun eben auch mal dran. Aber wir wollen ja nicht zurückblicken, sondern nach vorne blicken. Und da gibt es sehr viel Erfreuliches. Erstens, Ursula von der Leyen tritt an mit einem Arbeitsprogramm, das deutlich macht, sie will zusammenführen und nicht spalten. Wir alle wissen, dass Ursula von der Leyen gerade in Mittel- und Osteuropa höchsten Respekt genießt. Und das bietet die Chance, die Trennungen in Europa zu überwinden. Und das ist auch uns ein großes Anliegen in der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Wir werden ihr dabei ein verlässlicher Partner sein und sie nach besten Kräften unterstützen. Zweitens, auch das ist uns wichtig, die neue Kommissionspräsidentin schlägt eine Kommission vor, die ausgewogen besetzt ist und zur Hälfte aus Frauen bestehen wird. Auch das ist begrüßenswert. Und drittens, sie hat eine Agenda aufgestellt für eine Europäische Union, übertitelt mit "Die mehr erreichen will", von der Klimapolitik bis zur Sicherheitspolitik. Und ich ermuntere alle hier, auch unseren Koalitionspartner und alle demokratischen Kräfte im Bundestag, von Ihnen erwarten wir das nicht. Machen Sie mit, seien Sie konstruktiv und bringen Sie Europa weiter nach vorne. Und wenn wir uns in Europa umschauen, dann ist es offensichtlich, die Europäische Union kann Stabilität gut gebrauchen. In so manchem Mitgliedstaat sieht es unruhig aus. Wir sind ganz froh, dass sich in Italien die Situation gerade ein bisschen beruhigt hat, aber auch in Rumänien, Spanien und natürlich, wenn wir nach Großbritannien angucken, wo das ganz große Chaos ausgebrochen ist. Unser Ziel ist und bleibt ein starkes Europa, und dafür arbeiten und kämpfen wir. Und Europa zu stärken, auch das ist für uns eine Selbstverständlichkeit, ist kein Selbstzweck. Europa soll die Aufgaben übernehmen, wo die Mitgliedstaaten alleine an ihre Grenzen stoßen. Deshalb möchten wir Europa da stärken, wo es richtig ist. Es gibt viele Bereiche, von der Sicherheit bis zur Klimapolitik, wo es eine ganz klare Agenda ist. Ich fange mal an mit der Sicherheitspolitik. Es bleibt unser Ziel, die Außengrenzen zu sichern. Die Grenzpolizei Frontex wollen wir stärken mit eigener Ausrüstung und exekutiven Befugnissen. Weiterhin müssen wir unsere militärischen Fähigkeiten stärker bündeln, und deswegen forcieren wir eine Zusammenarbeit in der Rüstungsbeschaffung und streben eine gemeinsame Armee an.
Aber Sicherheitspolitik ist natürlich mehr auch als militärische Verteidigung. Es geht um eine intelligente Vernetzung von Diplomatie, Entwicklungszusammenarbeit, aber auch Abrüstung. Und am Ende muss es das Ziel sein, dass die Europäische Union nach außen mit einer Stimme sprechen kann. Das ist schon lange das Ziel, nie erreicht worden bisher. Jetzt ist es an der Zeit. Wir wollen eine sichere, starke und handlungsfähige Europäische Union. Zweitens bleibt der Binnenmarkt zentral, weil der Binnenmarkt nun mal die Grundlage von Wohlstand ist. Auch das ist ein Thema, was man hier immer wieder vor den Verteilungsfragen erst noch mal erklären muss. Wir wollen eine Europäische Union, die sich im Wettbewerb auch zukünftig behaupten kann. Deshalb wollen wir die Innovationskraft und die Wachstumskraft Europas stärken. Ursula von der Leyen hat auch hierzu in ihrer Agenda die richtigen Impulse gesetzt. Dazu gehört die Schaffung einer Kapitalmarktunion, eine ambitionierte Digitalstrategie und natürlich Investitionen in künstliche Intelligenz. Richtig bleibt aber auch bei allem Reformwillen und bei aller nach vorne gerichteter konstruktiver Agenda. Für uns als CDU-CSU-Fraktion bleibt wichtig, wir wollen eine solide Haushaltsführung in den Mitgliedstaaten. Das bleibt unser zentrales Anliegen. Und drittens, auch das haben die Menschen uns bei der letzten Europawahl mit auf den Weg gegeben, wurde ausführlich heute Morgen schon diskutiert im Rahmen der Haushaltsdebatte. Wir brauchen mehr Europa beim Klimaschutz, weil wir wissen, dass nationale Maßnahmen und letztlich auch europäische nie ausreichend werden. Wir brauchen natürlich hier einen Mix auch bis zur internationalen Ebene. Deshalb unterstützen wir Ursula von der Leyen darin, das EU-Ziel umzusetzen, bis 2050 klimaneutral zu sein. Das ist ein ambitioniertes Ziel. Das bedeutet auch, dass wir auch national ambitionierter sein müssen, um unsere beschlossenen Reduktionsziele zu erreichen. Es ist richtig, wenn sich die Europäische Union hier an die Spitze der Bewegung stellt. Das ist auch die richtige Motivation, die unsere Unternehmen brauchen, um ihre Innovationskraft am Ende wirklich auszuspielen. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind alle herzlich eingeladen, uns bei dieser ambitionierten Agenda zu unterstützen. Packen wir es gemeinsam an. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Der nächste Redner für die FDP-Fraktion, der Kollege Bicancir.